Breastplate. Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir sind heute der Jascha, hallo. Und der Sebastian, gute. Ja, wer kennt sie noch? Die Videothek um die Ecke, ein Ort, an dem man nahezu unbegrenzten Zugriff auf Filme und Spiele auf physischen Trägern zum Leihen und Kaufen hatte. In Zeiten von Online-Streaming-Diensten wirken Videotheken heutzutage mehr wie ein Relikt vergangener Tage. Das belegen auch die Zahlen. 2007 gab es noch mehr als 3000 Filialen, in 2017 nur noch 600. Die Tendenz ist weiter fallend. Doch was machte den Reiz dieser Läden aus? Wieso sind Sammler enttäuscht über den Niedergang? Und machen Streamingdienste wirklich alles besser? Und diesen Fragen wollen wir uns in dieser Folge widmen. Ja, und dafür haben wir auch, glaube ich, die richtige Truppe zusammen. Wir haben eben schon in der Vorbesprechung gesagt, das ist quasi die Oldschool-Truppe, die Truppe, mit der alles angefangen hat. Die alten Säcke, die Videotheken auch noch kennen. Genau, die live noch welche gewesen sind. Also mit denen unsere Podcast-Geschichte angefangen hat. Darauf wollte ich eben hinaus. Und ja, auch alterstechnisch haben wir mittlerweile zumindest ein paar Jährchen oder Jahrzehnte auf dem Buckel, weswegen wir eben noch Videotheken kennen. Und deswegen ist das eigentlich die ideale Truppe, um drüber zu sprechen. Daniel, Mr. Ivo2K, sollte eigentlich auch dabei sein, leider krankheitstechnisch verhindert. Hier deswegen auch kleine Shoutouts an ihn hier. Gute Besserung, Daniel, und dafür bist du beim nächsten Thema dabei. Aber du darfst uns gerne in die Comments schreiben. Daniel, was meinst du denn? Bist du in der nächsten Folge dabei, wenn es über Pferdefilme geht? Ja, aber schön, dass ihr beide dabei seid und wie ich es höre, geht's euch gut soweit? Körperlich schon, ja. Seelisch auch. Sehr schön, das ist ein rundes Paket. Und dann würde ich sagen, ihr ergänzt euch auch, sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt durch mit unserem Main Topic. Das ist, wie gesagt, in dieser Ausgabe Videotheken. Und ja, wie wir ja wissen, ist vielleicht nicht jeder Zuhörer ganz so alt wie wir und hat vielleicht noch Live-Videotheken erlebt. Deswegen die ganz banale Frage zu Beginn, was sind eigentlich Videotheken? Und tiefgehend, wie wir recherchiert haben, habe ich eine schöne kleine Definition aus Wikipedia dabei, die ich mal ganz, ganz schnell vorlesen will. Eine Videothek ist analog zu einer Bibliothek ein Geschäftsbetrieb, in dem Filme bzw. Datenträger gesammelt, archiviert und dem Kunden zugänglich gemacht werden. Videotheken sind fast ausschließlich privatwirtschaftliche, gewerbliche Betriebe, in denen das Ausleihen von Spielfilmen, PC- und Konsolenspielen und vergleichbaren Titeln gegen Gebühr möglich ist. Ja, ich denke, mit dieser Definition hat man es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Wichtig, und das ist, glaube ich, der große Vergleich zu den Streaming-Diensten Online-Natur, ist, dass man da physische Datenträger ausleihen konnte. Ganz früher sogar noch Videokassetten, VHS, falls das manchen vielleicht auch nicht mehr ganz klar ist. Es gab sogar vor der DVD noch Datenträger. Ja, das stimmt. Und die hatten ganz fantastische Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass man sie am Ende wieder zurückspulen musste. Ja, und dass, wenn man sie tausendmal geguckt hat, einfach scheiße aussahen. Das stimmt. Tausendmal überspult. Ich kann mich noch an Kassetten erinnern. Ich habe ja sehr viel im Fernsehen damals aufgenommen und aufgenommen, überspult und irgendwann hat es diesen Schnee und Gekrissel. Mir ist sogar mal eine Kassette gerissen und das Band ist ungefähr, weiß ich nicht, so 1 Zentimeter breit gewesen und dann konntest du das einfach mit Tesa, habe ich das zusammengeklebt. Da hat mir von, wie ist denn der Film mit Bruce Willis, der so westernmäßig war?
Last Man Standing. Ja, genau, Last Man Standing. Da hat ein Stück gefehlt halt einfach. Und es hat gegrisselt, aber es lief durch. Also. Aber du konntest das machen. Du konntest es halt einfach kleben. Ich meine, wenn du jetzt einen Kratzer und eine DVD drin hast, ja, dann ist es halt einfach rum. Aber da konntest du tatsächlich teilweise einfach die Sachen kleben und es hat einfach wieder funktioniert. Genauso wie die Sachen mit Schreibschutz und dann mit Tesafilm wieder drüber kleben und was es da alles so gab. Also es hatte so auch so seine netten Eigenarten, auch wenn die Qualität natürlich echt hundsmiserabel war und nicht nur durch das Überspielen ja auch die Qualität gemindert wurde, sondern halt auch durch das häufige Gucken. Also das hast du teilweise schon, ja, wenn du dir so quasi eine Art Blockbuster ausgeliehen hast und der den aber etwas später, also du bist so ein bisschen late to the party gewesen, dann wurde halt vorher schon 100 Mal geguckt und dann hast du halt auch, war das Bild halt auch schon leicht grisselig. Ja, zumal, also, gerade wenn wir jetzt über Videotheken reden, da ist es auch schon passiert, dass ich eine Kassette gekriegt habe, die einfach kaputt war, zum Beispiel. Hast dann eine Kassette gekriegt, bist nach Hause, hast dich mega gefreut und dann, oh, geht nicht. Und da konntest du zum Beispiel auch nicht abschätzen, wie oft wurde die Kassette denn schon geguckt, wie ist denn die Bildqualität, weil das war ja noch alles vor Internetzeiten, wo ich halt viele Videothekfilme geguckt habe, da konnte ich halt auch nicht gucken, ey, welcher Film ist geil, sondern da hast du irgendeinen Film halt aus dem Regal genommen. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, genau, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber... Ich wollte auch noch aufs Stichwort VHS zurückkommen, weil das ist ja auch eigentlich der Grund oder das Stichwort, womit es eigentlich losging, denn das Wort Videothek, ja, wie schon der Name sagt, leitet sich eigentlich von Video ab und damit halt auch von dem großen Boom der VHS Ära Mitte der 80er oder Anfang der 80er und damit kam natürlich auch der Riesenboom der Videotheken, dass es endlich Datenträger gab, in dem Fall eben Videokassetten, auf denen man eben Filme präsentieren konnte und weil ja auch Filme, ich weiß nicht, ich habe jetzt zugegebenermaßen in den 80ern keine Videokassetten gekauft, aber selbst in den 90ern waren ja Filme auf Video noch ordentlich teuer, also das hat ja so ein neuer Film konnte ja zwischen 30 und 50 D-Mark kosten, war natürlich das Ausleihgeschäft, dass man eben in die Videothek gegangen ist und gesagt hat, hier kommen 2 Mark pro Tag, Leihgebühr, das ist okay. Und das hat natürlich den großen Boom aufgelöst, dass eben, das kostet uns. Genau, dass endlich ein Format da war, das Filme nach Hause bringen ermöglicht hat. Und dann 97, 98 kam ja, wie gesagt, der große Umbruch von VHS auf DVD, Digital Versatile Disc, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ich weiß nur von ein, zwei Videothekaren, dass da ja am Anfang, Rudi, du hast eben das Stichwort Zurückspulen genannt, dass da am Anfang auch viele Kunden noch verwirrt waren, weil das große Feature einer DVD war ja die Einteilung in Kapitel und das digitale Abrufen eines Films, einer Filmdatei. Und man dementsprechend logischerweise nichts mehr zurückspielen musste, aber viele Kunden immer noch dachten, sie müssen auch die DVD zurückspulen. Und auch ich mich damals noch erinnern kann, ich habe, glaube ich, meinen ersten DVD-Player so um die 2000er Jahre, 2000, 2001 bekommen. Und das auch für mich als schon großer VHS-Liebhaber ein Riesenfeature war, dass ich einfach nur da nichts mehr spulen musste. Ich konnte einfach den Film anmachen und sogar auch auf gewisse Kapitel nach vorne springen. Genau, das Geile war halt wirklich, du konntest deine Lieblingsszenen einfach direkt gucken und musstest nicht irgendwie lange spulen, das war halt geil. Und ich kann mich noch erinnern, den ersten Film, den ich auf DVD gesehen habe, ich habe halt damals wirklich viele VHS-Kassetten gehabt, richtig, richtig viele. Und auch einige Originale und gerade so diese Übergangszeit zu DVD, da waren ja viele, die haben ihre alten Sammlungen aufgelöst. Ja. Da habe ich nochmal richtig zugeschlagen und dann ist irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre später wieder bereut, weil ich dachte, ja, VHS. Hast du gedacht, die VHS, die ist noch nicht tot, das ist wie das Internet. Nee, aber das waren so tolle Filme, da habe ich gedacht, ach, die kann man noch nicht irgendwie, die kann man noch nicht verkommen lassen, komm, dann lege ich die zu meinen anderen VHS-Filmen, aber als ich hatte auch nie jetzt gedacht, ah komm, so viel besser ist das ja auch nicht, aber das Geile war halt, zum einen, du hattest mehrere Sprachchannels, das war ja damals auch die mega Offenbarung, du konntest ja nicht einfach so mal einen Film in Englisch gucken oder so und halt mal einen Film in Originalsprache zu gucken, war total cool und interessant. Gab es in der Videothek auch eine eigene Abteilung für? Für englische Filme, ja, aber dann hattest du wahrscheinlich nur eine Auswahl an Filmen und so konntest du halt bei jedem die Tonspur ändern. Du hattest immer so ein Extra dabei meistens. Auch wenn es nur so ein Trailer war, das war halt irgendwie das Billigste, aber sonst war halt immer so ein Making-of noch dabei. Das war noch cool. Und vor allem die Bildqualität war ja unglaublich viel besser. Das ist wie, wenn man jetzt so, ich sag mal, von DVD auf Blu-ray, aber ich würde sagen, es war damals noch krasser. Also
ich weiß noch, wo ich den ersten Film, meine erste DVD war nämlich Aliens, also den zweiten Teil von Alien. Den haben wir beim Kumpel geguckt, dem sein Vater hatte immer viel Hardware und der war auch sehr Hardware-affin. Und da habe ich, da haben wir bei dem das erste Mal auf dem DVD-Player Aliens geguckt und die Anfangsszene, wo man das All sieht, da hat man wirklich jeden Stern erkannt. Und das Schwarz war halt einfach durchgängig schwarz. Und ich war total baff, wie mega gut das aussah. So als hättest du früher immer so eine verschmierte Brille angehabt und hättest so VHS-Filme geguckt und gerade halt meine tausendfach überspulten Kassetten, die halt wirklich qualitativ schon am Ende waren. Und dann nimmst du diese verschmierte Brille ab und siehst alles glasklar. Das war schon geil. Aber apropos baff, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen baff. Ihr habt das Kapitel-Feature genutzt? Ja, klar. Ja, natürlich. Echt? Ich habe noch nie eine Kapitelmarke benutzt. Weder also, bei Podcast noch bei DVDs. Okay, also sagen wir mal so, ich bin nicht zum Kapitel. Den ganzen Film durch. Ich bin nicht zum Kapitel gesprungen, aber ich habe halt unten an der Leiste, an der Fortschrittsleiste halt dahin geklickt. So habe ich es halt gemacht. Und ich, zum Beispiel bei Matrix weiß ich noch, die Kampfszene, die letzte, wo er, also beim ersten Teil, wo er das erste Mal gegen den Dr. Smith kämpft, die Szene, die fand ich so mega geil. Die habe ich jeden Tag, nachdem ich nach Hause kam, habe ich die mindestens einmal geguckt. Für Wochen. Die war so mega geil. Und da war es halt geil, immer genau dahin zu springen. Oder hatte ich den als Diffix-Film und habe da immer gespielt? Ja, egal. Aber fassen wir nochmal zusammen für die erste Frage. Eine Videothek ist ein Ort, wo man Filme, Spiele auf physischen Datenträger, egal jetzt ob VHS, DVD oder CD-ROMs bei Spielen dann ja, ausleihen konnte gegen eine Leihgebühr, gegen Geld. Und man musste, wie gesagt, in einen Laden fahren, sich was aussuchen, bis man mit nach Hause gefahren und hat es nach 1, 2, 3 Tagen wieder zurückgegeben. Man muss dazu sagen, viele unserer Hörer sind etwas jünger, deswegen noch diese kleine anekdotenhafte Erklärung. Genau. Hey, heute könntest du es doch auch machen. Du könntest doch heute einfach so Kärtchen machen mit so einem QR-Code, wo so ein Link drin ist oder so. Das gibt's schon. Das probiert gerade Universal. Die wollen damit jetzt zum Beispiel DMs und verschiedene andere Rewe und so bedienen, indem du quasi dir für 5 Euro so einen Film dann als Karte, als QR-Code mitnimmst. Und das dann, den dann auf der Website bei denen benutzt und dann den Film eben streamst. Ach, siehst du mal. Ah. Aber kommen wir jetzt eigentlich zu dem, warum wir hier sind. Und Jascha wollte eben schon anfangen. Jascha, deswegen jetzt für dich direkt die wichtige Frage. Wieso bist du gerne in die Videothek gegangen? Was hat da für dich den Reiz ausgemacht? Also ich hab eigentlich zwei, ich würde mal sagen, Phasen durchgemacht. Die erste Phase war, wo ich als Kind in die Videothek gegangen bin. Und meine frühesten Erinnerungen waren halt, bei uns ein Ort weiter war eine Videothek in Münster und da kommst du rein und da gab es vorne wirklich so eine Abteilung für Kinder. Da war das erste Abteil und man muss sich das vorstellen, früher konntest du halt nur gucken, was im Fernsehen kommt. Und ich sag mal so Kino-Blockbuster oder so Kinofilme oder dass du sagst, heute gucken wir mal das auf Kassette, war halt nicht so verbreitet, sag ich mal. Und du bist in die Videothek gegangen und als Kind war das immer wie so ein Bonbonladen. Du hattest vorne diese Reihe und hattest 10, 15 Filme und überall auf dem Cover waren Zeichentrickfiguren drauf und es war halt mega geil, da einfach durchzugehen und sich was auszusuchen, weil meistens war es dann so, ich bin mit meinem Vater dahin gefahren, erst dann in die Erwachsenenabteilung, also ihr wisst schon, also nicht die, sondern da, wo halt die normalen Filme war, vorne war wirklich, ich glaube, bis 6 Jahre oder so alle Filme. Und da bin ich halt immer geblieben, habe dann da geguckt, durfte mir irgendwas aussuchen, das war egal. Und da habe ich mir auch viel Mist ausgeliehen, aber ich habe damals auch wirklich B- und C-Filme geguckt, die ich einfach geil fand. Zum Beispiel, was für Robo-Jokes oder irgendwie sowas, wo so Stop-Motion-animierte Roboter gegeneinander kämpfen. Das fand ich halt mega geil und und das war halt so, das war halt das Coole. Du gehst mit deinem Papa oder mit deinen Eltern in die Videothek und darfst dir einen Film aussuchen und das war halt geil. Du hattest halt so wie man heute halt durch die Netflix-Bibliothek scrollt und sagt, ach guck mal, das Bild sieht interessant aus. Dann klickst du drauf und liest dir die Beschreibung durch. Das hat man damals, ich weiß gar nicht, habe ich da schon viel gelesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wahrscheinlich habe ich es nur ausgesucht aufgrund des Bildes und konntest halt nach Hause fahren und hast das dann eingelegt und hast dann den Film geguckt. Und ich weiß noch, wie hieß denn der Film?
Jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammt. Mit irgend so einer Hexe, die am Ende so Ritterrüstungen lebendig gemacht hat. Also es war kein Zeichentrick, sondern so ein Realfilm. Und den fand ich so toll. Den haben wir sicher zwei oder dreimal ausgeliehen. Und ja. Ja, Wenn halt nichts Neues da war, haben wir den halt nochmal ausgeliehen und aber geguckt das ist schon und. eine entscheidende Information. Ne? Das Interessante war ja im Prinzip über den Film, du hast ja keine Information über den Film gehabt, du hattest ja eigentlich nur das Cover. Und also kam ein bisschen drauf an, wir hatten, teilweise gab es nur Cover von den Filmen, teilweise gab es halt die komplette leere Hülle. Also anfangs war es bei uns so, da gab es leere Hüllen, da bist du einfach, hast du leere Hülle gehabt, konntest halt rumdrehen, konntest auch den Klappentext lesen und so weiter. Und später hattest du halt nur noch die Cover dann im Regal und hast so kleine Märkchen, die du dann einfach abgemacht hast und dann bist du damit halt an die Kasse gegangen und da waren dann halt die richtigen Filme, Stimmt, die haben ja. dann die dann rausgegeben und dann hast du quasi nur noch das Cover, also das heißt, du musstest dich orientieren am Cover. Am Titel vielleicht noch und vielleicht noch, wenn irgendwas drunter stand, wie, keine Ahnung, also bei uns war zum Beispiel immer sowas wie Quentin Tarantino präsentiert oder sowas, ja. Und dann hast du halt Film geguckt, die hatten, also die weiß nicht, ob die Quentin Tarantino jemals gesehen hatte, aber es war halt einfach, da stand Quentin Tarantino drauf, es muss gut sein. Und insofern war das halt, ja, also wirklich ganz, ganz billige Lockreize, ja, aber das war's halt damals. Ja, da stimmt. Das waren halt diese klassischen Cover-Designs, wo halt vorne das Bild drauf war und oft war dann ja auch noch irgend so ein Text drauf, so der Schrecken erwartet dich oder ein Abenteuer für die ganze Familie oder irgendwie sowas. Er kommt von hinten. War ich denn drauf, oder? Dann immer Ja, noch aber so ich. nichtssagendes Zitat, so Most scariest movie ever. Peter 43 aus Untertüffelbach. Wobei das wird ja immer noch gerne in so Ja. Low-Budget-Horror-Film-Trailern gemacht. Aber Jascha, du hast eben gesagt, dass du mit deinem Vater dahin gegangen bist und der hat dich Ja. quasi in diese Bonbon-Welt eingeführt. Bei mir war es ein bisschen anders gelagert. Also das Ding ist, ich war eigentlich, glaube ich, schon von frühester Kindheit auf sehr fasziniert von Filmen. Habe ich bestimmt schon mal im Podcast erwähnt. Jurassic Park war bei mir dafür so ein Auslöser gewesen. Zu sehen, was können Filme leisten, was können Filme zum Leben erwecken, in dem Fall Dinosaurier. Und ja, ich war immer sehr daran fasziniert und trotzdem, ich sage jetzt mal so, waren meine Eltern eher klassisch pädagogisch unterwegs. Also ich durfte natürlich Fernsehen gucken, ich durfte Filme gucken, aber bitte alles nicht so ganz so viel und so häufig. Ja, und meine Eltern hatten auch keinen Videothekenausweis oder sowas. Und ich hatte aber immer eine Tante, die total der Filmfan war und die hat mich auch in sehr viele Filme, auch teilweise viel zu früh, eingeführt. Emanuel 2. Ja, oder Rambo und so Sachen. Aber auf jeden Fall hat die natürlich auch noch meine Filmliebe befördert. Und sie beziehungsweise ihr Mann, also mein Onkel, die beiden hatten einen Videothekenausweis. Und irgendwann war es dann halt soweit, keine Ahnung, da war ich 19, ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Da hieß es mal, komm, dann gehen wir jetzt mal in die Videothek und gucken, was da gibt. Und das war für mich natürlich, der, so blöd es klingt, Videotheken wirklich nur von außen kannte. Also da hangen halt diese Plakate und Aufsteller im Fenster und da gibt es wohl scheinbar nur Filme drin, aber ich war leider nie selber drin. Und da war ich dann zum ersten Mal drin und dann hatte ich aber im Endeffekt den gleichen Effekt wie du, Jascha. Traumwelt, ja. Reihen, Regale voll mit Filmen jeglicher Genres, jeglicher Produktionsjahre, mit allen möglichen Schauspielern, neue Filme, alte Filme, was erst vor ein paar Monaten im Kino war. Und das war für mich absolut überwältigend. Und da, ab da, dem Zeitpunkt an, hatten Film, für Videotheken für mich so ein, das waren für mich, die hatten so einen ganz, ganz besonderen Reiz. Also, die fand ich quasi besser als jeder Mediamarkt oder jeder andere Elektromarkt, der natürlich auch DVDs verkauft hat. Die fand ich immer besser, weil die haben sich nur mit Film und natürlich auch PC-Spielen beschäftigt. Und was ich immer mega cool war, und das hat für mich auch, als ich dann von meiner VHS auf DVD-Sammlung umgestiegen habe, der ich auch bis heute treu geblieben bin, mit einzelnen Blu-ray-Ausnahmen. Weil für mich immer ein großer Reiz war, dass ja auch immer so eine kleine Verkaufsecke da war, wo in der viele, ja, ich sag jetzt mal, ausrangierte Filme dann zum Verkauf angeboten wurden. Weil das System war ja, es kam ein Blockbuster raus und den gab es erstmal in zehnfacher Ausführung zum Ausleihen, weil der natürlich dann
zum Start des Leitzeitraums immer sehr gefragt war. Und irgendwann hat natürlich die Faszination oder die Nachfrage für diesen Film nachgelassen. Und dann wurden halt 8 der 10 Kopien dann halt verkauft. Und das halt zu damaligen Zeiten zu einem weitaus günstigeren Preis als eben im besagten Mediamarkt. Da hat man dann eben statt 20 Euro, was ja dann so eine DVD gekostet hat damals, plötzlich neu für einen Film zwischen 8 und 12 Euro bezahlt. Und das war damals schon ein Riesenersparnis. Und das hat für mich wirklich als Sammler von physischen Medien auch nochmal den Riesenreiz ausgemacht. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es bei mir wirklich so, dass ich eigentlich nur eine kleine, kurze Phase hatte, wo ich viel geliehen habe, eben über meine Tante, Onkel. Und eigentlich später, als ich angefangen hatte zu merken, oh, ich kann ja auch so in Videotheken reingehen und kann da auch Filme kaufen, dass ich dann eigentlich weitaus mehr die Videotheken genutzt habe, um schnell, günstig an neues Zeug für zu Hause, für meine Sammlung zu kommen. Ja, also ich weiß nicht, bei mir war das tatsächlich so, also dieses Videothekenphänomen, das ging bei mir quasi einher mit dem, ja, damals quasi mit dem schönen Videoabend halt, ne, den man halt quasi früher abgehalten hat. Und das war halt bei uns so, wir haben uns da eigentlich immer beim Kumpel getroffen, der hat halt den größten Fernseher und die Eltern waren am meisten nicht zu Hause. Und dann haben wir uns eigentlich fast wirklich wöchentlich getroffen, haben immer ein oder zwei Filme ausgeliehen und haben die dann halt irgendwie einen Freitagabend oder Samstagabend geguckt, zu dritt oder zu viert, je nachdem. Und das war noch anfangs, also wirklich noch im Jugendalter halt noch, wo man dann halt selber vielleicht noch keinen Ausweis hatte, beziehungsweise man selber halt einen Ausweis hatte, aber dann halt teilweise dann die große Schwester dann die 18er-Filme geholt hat. Also das, ich meine, 18er-Filme, das waren ja auch schon im Prinzip, From Dusk Till Dawn war damals ein 18er-Film zum Beispiel, ja. Das war damals vielleicht auch noch ein bisschen härter oder ja, schärfer eingestuft wie heutzutage. Aber so Sachen hat man halt dann damals dann geguckt, wie gesagt, anfangs mit einem Film pro Abend, dann später wurden es mal zwei Filme pro Abend. Und das geht bei mir immer quasi wirklich immer einher mit eigentlich dieser schönen Institution, so dass man sich einfach getroffen hat, um einen Film zu gucken. Und dann auch teilweise schon so ein bisschen, ne, dass man merkt da schon den Werdegang, auch hinterher noch ein bisschen drüber geredet hat über den Film, ne, und so ein bisschen so, das war cool, das war nicht so cool und natürlich noch nicht so spezifisch, aber es war sowas, da hat man sich immer die ganze Woche drauf gefreut, dass man das macht. Und dann war es auch wirklich zum Schluss, aber es war dann wirklich zwischenzeitlich so, dass man dann immer dann auch mal zusammen dann halt, also man hat dann irgendwann schon auch den Führerschein oder der Erste hatte den Führerschein und dann ist man zusammen dann halt in die Stadt gefahren und in die Videothek und dann war es aber auch wirklich schon so, man kannte eigentlich fast alles schon. Ja. Also man hatte dann wirklich schon sich da, sag ich mal, in den relevanten Bereichen, das war bei uns halt eigentlich immer Action, Horror, Mystery, sowas in dem Bereich, Science Fiction noch und da kannte man schon die meisten Filme eigentlich und da war man wirklich immer so, donnerstags kommen die neuen Filme raus, dann hat man schon mal geguckt, so, da vorne sind die Regale, wo immer die neuen Sachen stehen und dann ist man da halt immer hin und hat dann halt immer geguckt, was gibt es da jetzt Neues, ja. Also, Das war so bei mir, die Phase, die du gerade erzählst, ist auch so bei mir die zweite Phase. Erste war halt wirklich so, ich war ein kleines Kind, es war dieser Bonbonladen und das, was du halt erzählst, das hatten wir halt auch fast jede Woche, dass wir halt am Wochenende haben wir immer beim Kumpel abgehangen, der hatte irgendwie, die Eltern hatten zwei Häuser nebeneinander und er hat da oben im zweiten Haus oben gewohnt und war da ganz alleine in dem Haus. Also unten hat die Schwester gewohnt, die ist aber dann weggezogen und dann haben die da so einen Partykeller draus gemacht, da haben wir auch oft LAN-Partys gemacht und er hat halt oben gewohnt und es war halt geil. Wir hatten oben quasi ein ganzes Stockwerk für uns und haben wir dann zu viert oder zu fünft haben wir da immer abgehangen und haben halt Filme geguckt und dann sind wir in die Videothek auch und haben auch Filme halt einfach ausgeliehen. Und das Geile war halt wirklich, du hast halt keine Ahnung gehabt, was ist das für ein Film, was kommt auf dich zu. Du hast dich halt so überraschen lassen. Und das war halt immer so ein geiles Feeling, wenn du halt irgend so einen geilen alten Film gefunden hast, der wirklich richtig gut war. Und ja, das war schon sehr cool. Ab in die Videothek, alle Horrorfilme durchgegangen und dann geguckt, wo die Cover am coolsten waren.
Ich würde das gerne gerade mit unserer dritten Frage verbinden. Oh. Wie gesagt, ihr könnt einfach weiterreden. Habt ihr besondere Erfahrungen, irgendwelche Anekdoten zum Thema Videothek und was habt ihr am liebsten ausgeliehen? Ihr habt jetzt schon ein bisschen angedeutet zum Thema Horrorfilme. Hier möchte ich weniger eine Anekdote erzählen als meine besonderen Erfahrungen, weil ich habe ja im Horrorfilm-Podcast schon erzählt, ich bin ja jetzt ja nicht der allergrößte Fan von, ja, ich sag jetzt mal Splatter-Kino oder ultra-hartem Kino. Ist einfach nicht so mein Geschmack. Und trotzdem finde ich, Videotheken, wir haben das jetzt so ein bisschen als Bonbonladen bezeichnet und trotzdem hatten Videotheken ja, wenn man mal einer drin war, durchaus ja auch so ein Hinterhof-Charme manchmal. Gerade wenn man durch die Tür mit der 18 gegangen ist. Genau, richtig. Es gab ja, das muss man ja vielleicht auch noch zur Unterscheidung mal erklären, es gab natürlich schöne, große Familienvideotheken, die quasi einen unbeschränkten Zutritt für alle hatten, also jeglicher Altersstufen, und da gab es dann einen getrennten, separaten 18er-Bereich, beziehungsweise die nannte man dann auch Kombi-Videotheken, wenn beide Bereiche angeboten wurden. Und dann gibt es ja die sogenannten, das gab es bei uns recht häufig, Erwachsenen-Videotheken, wo du von vornherein nur ab 18 rein durftest. Und da hast du dann direkt meistens schon im zweiten, dritten Regal die volle Bandbreite an Horror, Action, aber natürlich auch pornografischen Filmchen. Und ja, wie gesagt, bei uns in der Gegend, in meiner Heimatstadt, gab es in Hochzeiten sogar 3 Videotheken, nachher nur noch 2. Und eine war davon auch so eine Erwachsenenvideothek. Und ja, wie gesagt, hatte manchmal so einen gewissen Hinterhofcharme. Eine Zeit lang durfte ja auch noch in Videotheken geraucht werden. Und gerade finde ich, wenn man so in Erwachsenenvideotheken drin war und die Pornoabteilung immer sehr stark in der Nähe war, das hatte immer, finde ich, auch so was Schmuddeliges gehabt. Und ich habe mich in Videotheken, obwohl ich nie so ganz das Interesse hatte, in Erwachsenenvideotheken auch gerne mit mir so Horrorfilme angeguckt, auf jeden Fall die Cover, die ich nie hätte ausleihen wollen, aber einfach um auch meine filmhistorischen Kenntnisse zu erweitern. Also da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal gesehen, krasse, Nightmare on Elm Street hat schon zum damaligen Zeitpunkt 7 Teile gehabt oder Freitag der 13. 10 Teile und krass, jetzt kommt Jason X raus und den gibt's im Laden gar nicht, weil der hat nicht mal mehr die FSK 18 gekriegt, aber hier in der Bibliothek, in der Erwachsenenbibliothek, hier könnte ich den kriegen. Also diesen krass verbotenen, indizierten Scheiß, ja, um es jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Und das, finde ich, hat für mich manchmal, das war für mich immer so eine besondere Erfahrung. Ich habe viele der Filme überhaupt nicht ausgeliehen, aber dann mich doch sehr dafür interessiert und bin dann durch die Reihen wirklich gegangen und habe wie in so einer Bibliothek geschmökert. Und wenn es dann um einen Film gab, der mittlerweile von Index runter ist, den ich aber durch Videothekenkonsum kennengelernt habe, war das der blutige Pfad Gottes. Den habe ich in der Videothek kennengelernt, weil als der ins Kino kam, war ich viel zu jung dafür und gut, mittlerweile FSK 18. Aber damals war das so ein Videothekenteil, dieser Revenge-Thriller, den ich über Videotheken kennengelernt habe, über diese schmuddeligen Erwachsenen-Videotheken. Ja, das ist eine gute Sache mit diesem mit der schmuddeligen Abteilung. Ich weiß noch, wo ich dann das erste Mal 18 war und dann halt da durch durfte. Und ich hatte schon vorher in so einen Ausweis, ich glaube, den habe ich dann ab 16 schon gekriegt. Und durfte halt da in die ab 16 Abteilung. Also das war dann in der Videothek um die Ecke, war das halt so, dass da wirklich vorne für Kinder waren. Dann durftest du einen Raum weiter. Da war aber keine Tür dazwischen. Da habe ich halt als Kind auch gerne mal so reingelugt und dann so gesehen, oh, da jetzt sind ja noch mehr coole Filme. Oh, die sehen ja auch interessant aus, coole Cover und so. Und dann kam halt die Tür immer mit der dicken 18 drauf. Das war halt in jeder Videothek. Gab es immer so eine Tür, wo eine fette 18 drauf stand. Und da kam es in der Kombi-Videothek war, ne? Es gab auch reine Erwachsenen-Videothek. Echt? Bei uns ja, habe ich ja gerade von erzählt. Also meine Stammbibliothek war eine reine, also da war schon an der Haupteingangstür stand Zutritt für Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren nicht erlaubt. Nee, also ich weiß nicht, Huli, du müsstest doch auch noch die in Usingen kennen, oder? Ja, genau. Da war ich sehr oft da bei dem HL um die Ecke, oder? Genau, und das war der HL. Also es war ein ehemaliger HL. Das heißt aber auch, es hatte 2 Eingänge. Das bedeutet, der ehemalige Ausgang des HLs
Das war der Eingang für die 18er Abteilung und der normale Eingang in den Supermarkt, also man stellt sich einen klassischen Supermarkt vor, mit zwei Türen, Eingangstür, Ausgangstür, und die haben halt einfach das abgetrennt. Und das heißt, die 18er Version war ein separater Eingang, deshalb war das quasi kein Problem. Du hattest die ganz normale Familienvideothek auf der linken Seite, der große Bereich, und du hattest den 18er Bereich auf der rechten Seite. Weil als ich viel mit der Vanessa zusammen war, haben wir, ich weiß nicht, locker 3-4 Filme in der Woche ausgeliehen und die weggebimscht. Oder wie sagt man heute, wenn man ganz viel hintereinander wegguckt? Binschen. Oh, ja, genau, binschen. Und also wir haben gebimst und dann gebinscht. Und und manchmal gleichzeitig. Und das war halt cool, weil das war nämlich gerade so die Zeit, wo ich Zivildienst gemacht habe in Using. Und das war halt geil, du hast halt das Ding ausgeliehen, du musstest, achso, man konnte ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne, dass die Gebühren waren dann, ich glaube in Using super günstig, ich glaube du hast für Filme schon ab 1 Euro, konntest du die für einen Tag ausleihen, wenn du halt einen Tag später gebracht hast, musst du halt 2 Euro bezahlen. Und da hatten wir dann immer den coolen Trick, am Samstag auszuleihen, weil du den Sonntag, war nämlich geschlossen, dann musstest du den nicht bezahlen. Dann musstest du trotzdem nur einmal bezahlen, konntest den aber 2 Tage behalten. Da haben wir dann 4 Filme ausgeliehen und haben dann abends immer 2 Filme geguckt. Dann habe ich montags, wenn ich zum Zivildienst gefahren bin, habe ich die dann abends auf dem Heimweg quasi da abgegeben. Das war ultra cool. Und jetzt habe ich ganz vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau, die Ab-18-Abteilung. Und da geht man dann das erste Mal rein und das erste Mal bist du total schockiert, wie viele Pornos es halt einfach gab. Also so war es bei mir zumindest, weil ich dachte so, ja, das sind natürlich auch Horrorfilme. Es gibt ja viele ab 18 Horrorfilme. Aber das war so eine Seite nur von der Wand. Und da waren in der Mitte auch noch so wie so Wühltische, so aufgereiht, lauter Schmuddelfilme. Und ich bin immer nur direkt zu dieser einen Wand und habe dann da geguckt. Und es war immer so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl. Man kam sich immer wie so ein Perverser vor. Und ich weiß noch, mein Bruder, der hat sich gern mal so ab 18 Filme ausgeliehen, also nicht die Horrorfilme, und hat er auch mal gesagt, ach Jascha, ich schaff's nicht, den zurückzubringen, weil ich ja Zivildienst da gemacht habe, aber hat er mir den dann immer mitgegeben. Und dann haben wir dann unsere Filme abgegeben, zum einen die Vanessa und ich dann geguckt haben, was weiß ich. König der Löwen. Ja, genau, König der Löwen. Und obendrauf, ich weiß noch, wie der Film hieß, das war nämlich Alarm im Darm. Und weil die müssen die ja aufmachen, diese Dinger, und müssen gucken, ob die DVD noch drin ist oder ob die Kassette drin ist. Nee, das war schon DVD, glaube ich, zu der Zeit. Oder? Ah, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall müssen die machen das Ding ja auf, gucken, ist die Kassette zurückgespult, sowas früher. Bei den DVDs machen sie auf und haben die dann noch so in die Hand genommen und so gegen das Licht gehalten, um zu gucken, ob ein Kratzer drin war oder so. Also ob du die nicht beschädigt hast. Schaulicht gegen genau. Schwärmerflecken. Und dann, jawohl, wenn es im Rekorder ist, kommen ja, egal. Und ja, und seit ich halt öfter Erwachsenenfilme für meinen Bruder abgeben musste, habe ich diese Scheu halt schnell verloren. Aber so ging es mir auch. Also die Porno-Abteilung fand ich immer, das war wirklich so, das war mir dann zu schmuddelig, weil du hast ja dann ab und an diese manchmal so klischeehaft aussehenden Typen da reinhuschen sehen, und die sind auch nur direkt in diese Abteilung gegangen und haben scheinbar auch nur solche Filme ausgeliehen. Gut, klar, damals gab es kein Internet oder nicht jeder hatte einfach Internet zu Hause, und ein 56K-Modem war einfach zu wenig für Pornhub. Und aber das fand ich immer da. Ich habe mich allein aus von meinem eigenen Anstandsverständnis habe ich immer so bewusst einen Riesenbogen um die Pornoabteilung gemacht. Da wollte ich nie rein, und warum auch immer. Jascha, weil du eben so verwirrt warst, wie gesagt, also wir hatten eine FSK, also nicht FSK 18, sondern eine ab 18 Videothek. Und das war ganz witzig, weil wir hatten zwei Videotheken. Damals gab es sogar noch Ketten. Also Blockbuster ist ja so eine bekannte Kette, World of Video ist eine Kette und so weiter. Und wir hatten zwei Ketten in meiner Heimatstadt. Und die eine hatte immer eine monatliche Mitgliedsgebühr. Das fanden wir blöd. Das war aber die Familienvideothek, wo wir uns hätten schon längst mit 16, 17 anmelden können. Wollten wir aber nicht, war uns zu teuer als Schüler. Und wir haben dann immer gewartet, bis wir in diese ab 18 Videothek rein konnten, weil die eben nur eine
Gebühr für die Filme, die du ausgeliehen hast, genommen hat, aber keine monatliche Mitgliedsgebühr. Und ich weiß, wir haben noch so auf unseren 18. Geburtstag hingefiebert, nicht weil wir dann endlich harten Alkohol trinken konnten, sondern weil wir dann endlich in dieser Videothek anmelden konnten und uns da den Stuff ausleihen konnten. Aber mutig und zum Glück groß, wie wir waren, waren wir natürlich auch schon in der Videothek drin, obwohl wir erst 16, 17 waren, haben uns aber immer den ganzen Kram dann logischerweise immer nur kaufen können. Wir wollten dann nie was ausleihen, haben wir immer gesagt. Und ich weiß noch bis heute, ich war am Grabbeltisch zum Kauf der Filme und mein Kumpel war gerade vorne an der Kasse und dann hat der Besitzer irgendwann mal gefragt, ja, du bist doch schon 18, oder? Also zu meinem Kumpel und der so, ja, ja, klar. Also wir waren 16. Und dann hat er auch gesagt, ja, und dein Kumpel da hinten, ist der eigentlich schon 18? Ja, klar, wir sind beide 18. Und so konnten wir dann 2 Jahre lang, war das dann für den okay, dass wir da immer Filme gekauft haben. Ihn hat es irgendwie nicht gewundert, als wir uns dann 2 Jahre später irgendwann mal mit richtigen Persos dann angemeldet haben. Das war immer noch so eine schöne kleine Anekdote. Es war ja auch 2 Jahre dann purer Nervenkitzel, in diese Videothek zu gehen, weil wir auch immer Schiss hatten, rauszufliegen. Weil irgendwann hätte er ja vielleicht doch mal fragen können, seid ihr eigentlich schon 16, 17? Aber krass, also konnte man auch gar nicht mit seinen Kindern da mal einen Film ausleihen, obwohl es da ja wahrscheinlich auch Kinderfilme gab. Na klar, aber das war halt eine Erwachsenenvideothek. Aber das Coole ist, ich war scheinbar so oft in dieser Videothek und die hat mittlerweile auch schon seit 8, 9 Jahren zu. Und der Besitzer grüßt mich immer noch, wenn wir uns über den Weg laufen. Ja, also das ist auch so eine Sache, was ich total spannend fand, halt wenn du in die Videothek gehst, da war halt meistens war da halt so ein, also oft, es waren auch öfter mal, sag ich mal, einfach nur Verkäufer, die dir was verkauft haben, aber oft waren das halt auch coole Typen. Also wir waren auch schon mal da in Using, da haben die uns auch mal was empfohlen, haben die gesagt, ey, wenn du den magst, guck dir doch mal den an, der ist auch cool, oder guck mal hier, der ist neu reingekommen. Und sehr lange, also ich habe wirklich sehr viel Filme aus der Videothek ausgeliehen und ich fand das irgendwie mega cool da immer. Eine ganze Sparte habe ich ja noch ausgelassen, weil ich habe da ja auch tonnenweise Spiele mir ausgeliehen, die dann gebrannt und am nächsten Tag wieder zurückgebracht. Das nur am Rande. Und echt lange hatte ich überlegt, dass ich gerne mal in der Videothek arbeiten würde. Ja. Die Idee fand ich so reizvoll und cool, halt zu sagen, ey, du bist dann da, du kannst immer die neuesten Filme gucken, weil in Using, glaube ich, war das auch, da lief immer ein Fernseher und da lief dann ein Ausschnitt immer aus irgendeinem Film und die Vorstellung, dass halt Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich gucke gerne Science Fiction, was kannst du mir da empfehlen? Also, ah ja, guck mal hier, der und der und der. Und das fand ich irgendwie cool, halt so ein Berater für Filme zu sein irgendwie und eine eigene Videothek zu haben. Also die Vorstellung fand ich immer cool. Jetzt muss ich gerade mal fragen, Sebastian, hast du denn ein paar Anekdoten? Tatsächlich habe ich relativ wenig Anekdoten, weil es war bei uns tatsächlich so, durch diesen Videoabend, weil wir eigentlich immer, das war tatsächlich so etabliert, dass wir das eigentlich immer so gemacht haben, dass ich hatte mir irgendwann auch mal einen Videoausweis geholt, aber den habe ich quasi fast nie benutzt, weil der war in Using, war der immer kostenlos und du hast halt quasi dann immer pro Film bezahlt und das heißt, du hattest halt immer so einen Ausweis, aber meistens hat es halt immer einen Kumpel geholt und mir ist jetzt gerade bei den ganzen Schilderungen eingefallen, ich war zum Beispiel, glaube ich, nie in dem 18er-Bereich, weil die hatten die, sag ich mal, die Blockbuster 18er-Filme, also so From Dusk Till Dawn. Ich habe, glaube ich, vorhin was Falsches gesagt. Habe ich erzählt, dass ich die Schwester abgeholt hat. Das war auch mal der Fall. Aber in dem Fall war es, die hatten dann auch teilweise die 18er-Filme, hatten sie dann quasi, also die wo sie wissen, dass die halt in vielen Kopien angeboten werden, weil die wahrscheinlich gut gehen, hatten die auch im normalen Bereich. Und da war das dann auch so, dass es eigentlich, da gab es quasi kaum Bedarf für. Und also ich selber habe dann eh relativ wenig ausgeliehen. Ich weiß aber, was man halt trotzdem so, was ich halt irgendwie nett fand, war, dass man an dieser Videothek hat man halt auch einfach immer so, dass diesen Werdegang, diesen geschichtlichen, den du vorhin beschrieben hast, den hat man halt so wunderbar gesehen, wie das halt erst, wie gesagt, man hatte erst halt wirklich diese Videohüllen, ne? Und dann mal ist mit der Videohülle dann an die Kasse gegangen und das war alles noch so einfach so Pappaufsteller und so ein bisschen alles so ein bisschen easy peasy, dann wurde irgendwie alles ein bisschen edler, dann kamen irgendwann die DVDs, dann hat man halt diese DVD-Hülle damit vorgebracht, dann gab es irgendwann diese Marker, dann war irgendwie, es wurde immer mehr irgendwie dann elektronisch gemacht, ich war auch mal in der Videothek, da kam das aus so einer Maschine raus, dann irgendwann das Video, das war irgendwo in Frankfurt oder sowas, da hast du wirklich nur mehr oder minder 2, 3 Knöpfe gedrückt und dann kam irgendwo aus irgendeiner Klappe, kam halt ein Video rausgefallen.
Und du hast dann halt auch irgendwann haben die halt angefangen, haben festgestellt, okay, die Marge ist nicht mehr so wahnsinnig groß, aber wir machen das jetzt quasi ähnlich wie die Tankstellen. Wir verkaufen jetzt halt noch einfach Chips dazu. Ne? Und dann irgendwann wurden halt diese Chips-Aufsteller immer größer und immer mehr und es gab immer mehr Süßigkeiten zu kaufen. Das fand ich halt auch irgendwie interessant, die Entwicklung. Und dann, ja, dann ging es dir irgendwann los, dass du auch irgendwann dann Spiele ausleihen konntest. Also erstmal Konsolenspiele hauptsächlich, ich glaube PC-Spiele. Das war, da gab es nicht ganz so viel, aber hauptsächlich halt irgendwie PlayStation, Xbox-Spiele. Vielleicht auch noch für die jeweilige Nintendo-Konsole. Das war aber schon so ein bisschen so die Zeit, wo es bei mir schon definitiv wirklich weniger wurde mit der Videothek. Da ging dann auch langsam so nach und nach das Studium los, wo man dann eh das nicht mehr so wirklich intensiv irgendwie verfolgt hatte und ja, dann auch. Ja, mehr vielleicht auch wirklich wieder mehr ins Kino gefahren ist, als Videos zu gucken. Weil ja, man es auch leisten konnte. Ja. Spiele, muss ich sagen, hat bei mir immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt in der Videothek, weil die Zeit, in der ich, sage ich mal, meine Hochphase mit Konsole hatte, sprich Nintendo, Super Nintendo, da war ich eben nicht in der Videothek angemeldet. Ja, da habe ich halt einmal im Jahr von meinen Eltern ein Spiel für die Konsole geschenkt gekriegt und das war's. Und ich finde, diese Spiele für die Konsolen damals waren vielleicht noch interessanter auszuleihen, weil als ich dann die Hochphase mit der Videothek hatte, dann war ich auch nicht, das war meine Zeit, wo ich PC-Spieler war und mir ging es dann auch später mit den PS3-Spielen so. Ich sag mal so, die Spiele hatten ja dann einen weitaus größeren Umfang, du hattest ja Save Points und so weiter und so fort und für mich hat sich dann nie erschlossen, ein Spiel, was dann 1,50 Euro pro Tag gekostet hat zum Ausleihen, das über mehrere Tage, was sich dann auch weitaus mehr gelohnt hätte, bei diesen umfangreichen Spielen, das dann auszuleihen. Also das habe ich nie so eingesehen und da fand ich das immer recht unattraktiv, bei so einem NES-Titel, um was weiß ich mal, das ganze Wochenende Super Mario zu zocken. Klar, das ist nachvollziehbar, zumal du ja auf der NES noch nicht mal richtige Speicherfunktionen bei vielen Spielen hattest. Aber boah, je umfangreicher die Games wurden, desto weniger interessant fand ich das dann auszuleihen. Ein Kumpel von mir hat das eben gerne genutzt, um für sich Sicherungskopien zu erstellen. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Ja. Das war sogar so krass, dass ich ich hatte ja damals viele so Computerzeitschriften gelesen und ich war ja hauptsächlich PC-Spieler und es gab ja die glorreiche Zeit, also früher auf Diskette gab es ja dann immer einen Kopierschutz, der irgendwie nervig war und dann gab es die ersten Spiele auf auf CD und die hatten keinen Kopierschutz mehr, weil du halt keine CDs kopieren konntest, eine Zeit lang. Dann kamen die ersten Brenner, die waren dann halt noch teuer am Anfang. Aber es gab immer noch keinen Kopierschutz. Dann wurde das erschwinglich und irgendwann gab es dann die glorreiche Übergangszeit, dass CDs rauskamen, also Spiele auf CDs, die halt gar keinen Kopierschutz hatten. Und da habe ich wirklich in der Zeitschrift schon gelesen, so, ja, wann kommt das Spiel raus? Aha. Dann bin ich an dem Tag abends direkt zur Videothek und habe mir das dann da ausgeliehen, immer in der Hoffnung, dass es da war. Und das war ja auch oft so. Ich meine, man ist ja nicht einfach in die Videothek und hat gesagt, so, ich leih mir irgendwas, sondern manchmal hattest du ja auch Lust auf was und hast gesagt, oh ja, ich hole mir jetzt den oder wir haben heute Abend Lust auf den. Und bei Spielen war das ja noch viel krasser, dass ich, da bin ich hin und habe, oh ja, das Spiel. Und dann habe ich schon da stehen sehen und gehe hin und sehe, oh nein, scheiße, der Chip unten ist nicht da. Also das hat schon einer gehabt. Und dann bin ich immer jeden Tag nach dem Studium immer hin und habe gefragt, ist es heute da? Und dann so, nee, ist leider noch nicht da. Und dann am nächsten Tag wieder, ist es da? Ja, es war heute Mittag da, aber da hat es ein anderer dann geholt. Und so war das dann immer in der Hoffnung, man kommt hin und das neue Spiel, was wahrscheinlich, auf die Idee sind ja die ganzen Leute in der Gegend wahrscheinlich gekommen, sich zu holen und das zu brennen oder so, also eine Sicherheitskopie zu machen. Und, oder wenn man es halt nicht brennen konnte, es gab ja dann auch mal Kopierschutz oder so, haben wir es einfach ausgeliehen, installiert, einen Crack drauf gemacht und dann wieder zurückgebracht. Also die CD haben wir gar nicht mehr gebraucht und so. Ja, das war... Mann, wie viel Geld ich da einfach gespart habe in der Zeit. Aber um nochmal zum legalen Grund der Videotheken zu kommen, mir fällt jetzt persönlich zwar auch keine witzige Anekdote mehr ein, außer dass wir, wie gesagt, 2 Jahre zu früh in meiner Erwachsenenvideothek damals waren. War aber auch, wie Hurli es schon eben schon angedeutet hatte, und das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, war,
Heute informieren wir uns übers Internet, über YouTube können wir andauernd Trailer gucken. Klar, auch damals gab es schon Filmzeitschriften, aber heute gibt es noch Filmblogger, Filmwebseiten und so weiter. Und früher hatten wir ja nicht so diesen omnipräsenten Zugriff. Klar, es gab schon die Cinema, die deutsche europäische Spielezeitschrift, aber ja. Aber da waren ja halt auch nur aktuelle Sachen drin. Genau, ich meine, genau. Film von vor 15 Jahren, da hat's doch keine Ahnung. Und da waren halt Videothekare oder Videotheken und wenn du einen guten Videothekar hattest, eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, Jascha, halt die Experten, die einen da helfen konnten. Und ich hatte das selbst noch im Studium so, im Bereich Filmwissenschaften guckt man ja durchaus auch mal nicht die gängigsten Filme und da weiß ich, da habe ich sogar mal in der Videothek hier in meiner jetzigen Stadt, in der ich wohne, angerufen und gefragt, ey, habt ihr den Film, könnt ihr den vielleicht besorgen und so weiter. Also das war nicht nur ein schmuddeliges Ding, wo man sich irgendwelche B-Science-Fiction-Filme ausgeliehen hatte, sondern das waren auch die Cracks, die einem da vielleicht auch hätten weiterhelfen können. Ja, das gehörte so zu dem reichen Fundus an Klischee-Charakteren, die man in so einer Videothek getroffen hat, weil da gab es also, ich meine, die Verkäufer waren ja auch schon immer so ein bisschen, ne, also da gab es ja gute und schlechte, aber die waren auch alle, Das war schon so, hatte schon ein gewisses Nerd-Level. Aber dann hast du ja auch oftmals dann so Leute dann in der Videothek stehen, die dann halt auch, da gab es ja, es gab ja immer so dann diese, ich sag mal, diese nervigen Kids, die halt irgendwie reingekommen sind und gekichert haben und sich irgendwas Cooles ausleihen wollten und irgendwie, wo du schon gemerkt hast, okay, für die ist das jetzt irgendwie auch was ganz Neues. Es gab die Mutter, die für ihre Kinder einen Film ausleihen sollte und hoffnungslos verloren ist. Das gab es auch irgendwie, also die dann da so rumgelaufen ist, so, meinen Sie, ich könnte das meinem Kind zeigen? Meinen Sie, das ist in Ordnung? Und dann halt die Verkäufer oder die Mitarbeiter dort halt genervt hat mit irgendwelchen dämlichen Fragen. Und es gab halt so diesen Typen, der meistens ungewollt einem dann auch immer noch erklärt hat, warum dieser Film jetzt der beste Film der Welt ist oder auch nicht. Und selten waren diese Empfehlungen irgendwie, entsprachen unserem Geschmack, haben wir dann festgestellt, also öfter war, das ist ein total geiler Film, der ist von dem und dem und hier und das ist und hier, da Kamera, der und der Film. Und also objektiv betrachtet ist das ja einer der besten Filme überhaupt. Man hatte natürlich jetzt natürlich nicht irgendwie... Objektiv betrachtet vor allem. Genau, ganz objektiv betrachtet. Und und dann wurde man dann immer so teilweise mal von der Seite so voll gelabert von irgendwelchen abgehalfterten Filmexperten, die dann aber halt, ja, wie gesagt, wo man dann halt selber irgendwie auch festgestellt hat, okay, so ganz auf einer Wellenlänge sind wir dann nicht. Aber das war halt auch immer schön, weil du hattest irgendwie immer so, ne, da fühlte man sich immer so zu Hause. Man hatte immer so seine Klischees und da konnte man sich auch immer relativ gut drauf verlassen. Aber ich musste sagen, aber weil du jetzt gerade so die ganzen Klischee-Personen genannt hast, ja, das stimmt, in der Hochphase der Videotheken waren vor allem auch so eine gewisse Bandbreite da. Ich fand aber in den, sag ich mal, schon in den Niedergangsjahren, also so in den letzten Jahren, hatte ich immer so manchmal das Gefühl, in meiner Videothek, das war dann eine andere als die, von der ich eben die ganze Zeit berichtet hatte, kam ich mir manchmal vor, als würde ich in die Eckkneipe gehen. Da war dann schon um 14 Uhr, saßen da schon so zwei an der Theke und ich wusste, die arbeiten nicht da, aber die sind wahrscheinlich auch noch da, wenn ich in anderthalb Stunden nochmal wiederkommen würde und labern da halt mit der Besitzerin und eigentlich hat wirklich nur noch das Bier am Tresen gefehlt. Und dann haben sie da halt über die krassen Filme geredet, die objektiv betrachtet wahrscheinlich richtig gut sind, nur das merkt die Oscar Academy nicht. Und nochmal zwei Fernet, bitte. Ja. Aber das war so mein Eindruck mehr, aber das war jetzt schon eher, sage ich mal, so in den Endjahren jetzt, dass das auch, wie gesagt, immer noch so ein bisschen zu so dem bisschen schmuddeligen Image beigetragen hat manchmal. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal, ich habe jetzt schon Endjahre gesagt, ja, kommen wir mal zum Niedergang der Videotheken. Wie gesagt, 2017 nur noch 600 Filialen in Gesamtdeutschland, Tendenz weiterhin stark fallend. Wir wohnen ja hier alle im Rhein-Main-Limburg-Weilburg-Gebiet im weitesten Sinne und ich weiß nicht, also hier im Limburg-Weilburg-Gebiet gibt es eigentlich keine Videothek mehr, von der ich jetzt noch wüsste. Vor kurzem hat noch die letzte in Wiesbaden zugemacht, die ich noch schön dann bezüglich des Ausverkaufs unterstützt habe. Alles leer gekauft. Alles leer gekauft. Alles ein, alle Regale.
Kofferraum ist offen, einfach einwerfen. Nee, es wird geht hier noch Kilo bezahlt? Ja, das haben die dann wirklich gemacht. Ich meine, das war jetzt ja wirklich eine der Videotheken, die ganz zum Schluss schon zugemacht hat. Und weil ich weiß, als die ersten Videotheken zugemacht haben, da waren ja die Preise zumindest noch so, dass du sagen konntest, ja, okay, ich nehme jetzt hier was mit, aber nicht alles, ja. Da hat das ja noch so 3-4 Euro pro Stück dann gekostet, pro DVD oder Blu-ray. Aber da wurde dann, glaube ich, alles rausgehauen. Die haben dann teilweise sogar so tütenweise so Überraschungssäcke dann verkauft und sowas. Ja, hat mir leid getan, war aber nochmal auch so eine besondere Erfahrung, weil das war halt, wie gesagt, eine der letzten Videotheken jetzt hier, die ich nach 1,5 Jahren dann schweren Herzens quasi bei der Abschiedsfeier teilgenommen habe. Und ansonsten, Kelkheim habe ich ja noch in der Vorbesprechung für die Leute, die es nicht wissen. Ich glaube, ein bisschen so zwischen Frankfurt und Wiesbaden, ne, soll es noch eine Videothek geben. Und das ist natürlich super wenig für so ein großes Einzugsgebiet. Ja, und da will ich jetzt eigentlich mal die Frage stellen, was führte zu diesem Niedergang? Und ganz wichtig, machen Streamingdienste wirklich alles besser? Wie ist da eure Meinung? Also zum zweiten Punkt will ich direkt was sagen, weil das war immer so in der Phase, wo die Videotheken langsam ausgestorben sind. Und dann anfingen halt diese Streamingdienste auch, wo man Filme leihen konnte. Ja. Und ich habe dann immer mich zurückerinnern, habe gedacht, in Usingen konntest du für 1 Euro einen Tag lang einen Film ausleihen. Also von wirklich von einem Tag zum nächsten, auch bis bevor die zugemacht haben, war halt noch nächster Tag. Das waren keine genauen 24 Stunden, doch, ja, ihr wisst, was ich meine. Konntest du für 1 Euro einen Film ausleihen. Und als dann diese Streamingdienste anfingen, halt auch Filme anzubieten, für 4 oder 5 Euro oder sowas um den Dreh. Und da habe ich mir gedacht, hä, Leute, habt ihr sie noch all? Das Einzige, was ihr mir anbietet, ist ein Link zu einer Datei, die auf irgendeinem Server liegt. Das kann doch nicht sein, dass so ein Film so teuer sein soll. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich dann ein finanzieller Rückschritt. Also gerade auch so alte Filme. Und deshalb habe ich bis heute immer noch so einen großen Widerstand, irgendwie Filme mir auszuleihen, gestreamte, weil ich die einfach viel zu teuer finde. Für die ist das überhaupt kein Aufwand. In der Videothek hast du wenigstens noch ein nettes Gespräch gehabt. Da war noch ein Mitarbeiter, den du bezahlt hast. Und ja, also das finde ich bis heute noch irgendwie eine traurige Geschichte. Stimmt, das ist auf jeden Fall ein schockierender Preis, der auch mich, obwohl ich dann teilweise schon Netflix und Amazon Prime-Kunde war, so in der Endzeit der Videotheken noch eine Zeit lang davon abgehalten hat, wirklich häufig was online zu leihen und gerne dann noch Videotheken benutzt habe, beziehungsweise dann auch die letzten Versuche, das Videothekenprinzip noch am Leben zu halten. Ich weiß nicht, ob du noch bei Amazon diese CDVDs geschickt kriegt hast, oder? Lachfilm hieß das, genau. Ach, genau. Für 4 Euro pro Monat konnte ich dann, glaube ich, cool, eins oder zwei Filme parallel dir nach Hause schicken lassen und konntest sie dann einfach wieder in den mitgelieferten Rücksendeumschlag stecken und wieder wegsenden und sowas. Und muss ich sagen, das ist ja auch nach wie vor noch so. Also auf Amazon Prime bezahlst du ja locker für in HD-Qualität für einen neuen Film zwischen 4 und 5 Euro. Klar, die Filme, die Veröffentlichungszeiten sind immer kürzer. Damals hat man ja fast ein Jahr manchmal auf dem Film nach dem Kino in der Videothek warten müssen. Jetzt sind das ja manchmal 3 Monate. Und natürlich sage ich dann manchmal auch, hier komm, du hast jetzt nicht 10 Euro im Kino bezahlt, du willst ihn unbedingt noch gucken, 4 Euro ist okay. Und trotzdem finde ich es schon weitaus teurer, wenn du überlegst, dass du manche Filme 3-4 Tage lang für 4 Euro aus der Videothek hättest leihen können. Aber im Endeffekt hat natürlich die Bequemlichkeit dann gesiegt. Du sitzt halt auf der Couch, kannst dir den Film ausleihen. Du musst nicht abends noch in die Videothek, die ja manchmal auch ein paar Kilometer weg war oder erst im nächsten Ort, hinfahren, ausleihen, wieder zurückfahren und dann das Ding ja auch irgendwann wieder zurückbringen und im Idealfall auch nicht vergessen, sonst ist es dann nochmal deutlich teurer gewesen als 4 Euro. Ja, was ich aber auch da traurig finde, ist halt, dass genau dieser, ich sag mal, dieser Bonbon-Laden-Effekt verloren geht. Also du gehst nicht mehr in einen Laden und du könntest ja auch zu Hause bleiben und sagen, ja, ich gehe nicht mehr einkaufen, lass mir alles nach Hause schicken, Lebensmittel oder was weiß ich, aber das Gefühl, sag ich mal, shoppen zu gehen und du beim Los-Shoppen noch gar nicht weißt, was dich erwartet oder was du mit nach Hause nimmst, das gehört ja
das gehört ja auch zur Videothek dazu. Und das ist halt auch heute was, was ich so traurig finde. Ich meine, wir machen heute natürlich auch Filmeabende mit gestreamten bei Streamingdiensten. Und dann ist es erst so, wir scrollen durch endlose Listen und ab und zu dann mal, oh, guck mal, den Film, das Erste, was gemacht wird, ist natürlich der IMDb-Score wird angeguckt. Heute kann es ja sogar schon nach Scores sortieren und ach, alles unter 7, guckt man nicht an. Und dann geht die und das Überangebot ist einfach zu groß und der Film muss immer super gut sein und ich weiß nicht, so dieses Gefühl, einfach einen Film zu genießen, ohne jetzt zu wissen, worum es geht oder was der Film mir halt bietet. Früher hast du einfach einen Film genossen, auch wenn es jetzt ein B-Movie oder ein C-Movie war. Ich glaube, die Videothekzeit hat auch meine Liebe halt für so, ich sag mal so, Filme aus der zweiten oder dritten Reihe geprägt. Also ich fand auch Filme gut, die vielleicht gar nicht gut sind im Nachhinein, aber ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt und es war halt immer cool, Filme zu gucken, von denen man überhaupt nicht wusste, was einen erwartet. Dann heute, also wie gesagt, bei diesen Streaming-Videoabende, IMDb, wenn die Bewertung gut ist, wird erstmal geguckt, worum geht's, wer spielt mit und ach guck mal, der spielt mit und der und ja, das war früher irgendwie alles kein Thema. Du hast den Klappentext gelesen höchstens und hast dir das Cover angeguckt und wenn da ein geiles Vieh drauf war, hast du dann halt geguckt. So ging es mir ja im Endeffekt auch, Jascha. Also ich wollte jetzt auch nicht anders klingen. Also ich bin ja ganz offen. Wir machen das Thema ja auch, weil mir unter anderem ja das Herz blutet, dass ja, wie gesagt, vor kurzem ja auch eine der letzten Bibliotheken hier im halbwegs nahen Umkreis zugemacht hat, weil mir eben dieser Charme, dieses Reingehen, was entdecken, Cover angucken, und selbst in der Zeit, als ich schon ein Smartphone mit mobilen Datentarif hatte, fand ich es eigentlich spannend, in diesen Laden zu gehen und eine physische Hülle in der Hand zu haben, um eben zu gucken, ah, was ist das denn? Weil für mich machen auf zwei Seiten, machen für mich Streamingdienste nicht alles besser. Einerseits hast du natürlich so ein Überangebot mittlerweile an Filmen. Jetzt Netflix produziert auch noch selber und Amazon Prime Video auch und es gibt viele Originals-Produktionen und dadurch gibt es natürlich auch so ein Überangebot an Filmen und man lässt sich manchmal nicht mehr ganz so auf Überraschungen ein. Ich merke das an meinem eigenen Konsum. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, oh, willst du jetzt wirklich den Netflix-Film gucken? Komm, du hast dir schon mit den letzten 10 Netflix-Filmen die Hände verbrannt. Lass es lieber. Gucken wir mal. Auch, und der hat auch nur eine 5,3 bei IMDb. Nee, gucke ich nicht. Und meistens war es dann, ist es auch die richtige Entscheidung. Aber aber dann merke ich halt, okay, dann gucke ich zum nächsten Film weiter. Oh, will ich den wirklich gucken? Oh nee, komm, mach weiter. Auf jeden Fall, das ist so ein gefühltes Überangebot, was dich dann auch so davon abhält, dich manchmal wirklich auf so einen Film einzulassen. Und der zweite Aspekt, dann kannst du gern weitermachen, Hurli, ist das Überangebot, und das habe ich auch mittlerweile in einem interessanten Feuilleton-Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, ist ja auch nur ein scheinbares. Du bist sehr gut versorgt mit Blockbustern, mit Filmen, die sich gut vermarkten lassen. Aber du bist oftmals, gerade wenn es um die großen Streaming-Anbieter angeht, eigentlich nicht gut versorgt mit Arthouse-Titeln oder Titeln, die vielleicht eben nicht die große Bandbreite ansprechen, weil auch B-Movie-Geschichten, ja, es hat einen Grund, dass man gar nicht so viele Jean-Claude Van Damme und was weiß ich Filme auf Netflix und Co. findet, ja, und da muss ich sagen, es gibt auch kleinere Streaming-Anbieter, die auf sowas spezialisiert sind, wobei die dann teilweise ja auch schon dicht gemacht haben. Ich glaube, Warner Brothers hat vor kurzem auch seinen Independent-Anbieter, Streaming-Anbieter wieder eingestellt in den USA. Und da muss ich sagen, von was die Filmkunst angeht oder die ganze Filmbandbreite, besser gesagt, haben Netflix und Amazon im Speziellen manchmal auch nur so ein scheinbares Überangebot. Weil wenn man dann wirklich sagt, ey, ich habe gewisse Interessen, werden die nicht immer abgedeckt. Und deswegen wird das für mich, auch wenn Videotheken den Niedergang jetzt hinter sich haben, wird das für mich nie das physische Medium
ablösen, weil eben manche Filme ich dort gar nicht wiederfinde. Ich kann mich da gut unterhalten lassen, aber wenn ich Special Interest Sachen will, und ich will jetzt gerade nicht so tun, als wäre ich jetzt der größte künstlerische Filmegucker aller Zeiten, aber ich meine einfach Special Interest im weitesten Sinne, wie, was weiß ich, der letzte Van Damme-Film, der in Belgien sogar produziert wurde und den ich unbedingt mal gucken wollte, habe ich persönlich nur auf DVD erstmal gefunden. Und ich will auch weiterhin diese Filmperlen bei mir zu Hause haben. Und da muss ich sagen, das ist das, was Streaming-Angebote nicht unbedingt besser machen. Ja, wobei vieles hängt da auch, also das ist jetzt auch schon eine komplett andere Diskussion, aber Ja, vieles hängt da klar. halt auch mit, also was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, ist, dass zum Beispiel jetzt bei Netflix hapert es halt oftmals an diesem, an dieser Startseitenproblematik, dass du quasi eigentlich immer nur dich auf der Startseite bewegst. Das ist quasi wie Google Seite 1. Und ich habe so oft einfach mal ich sag mal, dadurch, dass ich natürlich auch noch andere Filmpodcasts höre und dann manchmal hier und da mal eine Empfehlung bekomme oder irgendwo angeteased bin und denke, okay, könnte ganz interessant sein, einfach mal danach gesucht und so, wupp, ach guck mal, den Film gibt es ja tatsächlich auf Netflix. Der ist halt nicht auf der Startseite bei mir. Der ist halt, der Algorithmus weiß nicht, dass ich diesen Film vielleicht interessant finde und bietet mir den nicht an. Weil der Algorithmus, der wird zwar immer so oft irgendwie angepriesen und es wird immer von dem, ah, hier, der Algorithmus da, aber der Algorithmus ist eigentlich total dumm. Und der guckt halt einfach wirklich so, was hast du halt geschaut? Und das sind so drei, vier, fünf und Filme. Und es ist jetzt so, ich habe halt jetzt irgendwie, als letztes habe ich halt jetzt irgendwie mal eine Anime-Serie geguckt auf Netflix. Und meine Startseite ist quasi ausschließlich Anime, ja. Und wo ich sage, ich will Filme gucken eigentlich, ich will eigentlich weniger Serien gucken und Anime war jetzt mal mehr oder minder eine Ausnahme, ja. Und schon ist meine ganze Startseite quasi für die Füße und so gehe ich jetzt relativ häufig mal über die Subgenres und gehe halt mal irgendwie Filme und gebe mal ein Genre ein und so weiter und dann findet man schon auch die ein oder andere Perle. Also es ist jetzt Netflix, wobei auch hier das Angebot natürlich noch deutlich beschränkter ist, wie zum Beispiel bei Amazon Prime, wo man halt sehr, sehr viel findet, was jetzt ich sag mal, in dem Bereich, ja, wie soll ich sagen, in dem Bereich bezahlt, also du musst halt einfach dann Klar. 4,90 € dafür bezahlen oder sowas halt, ja. Oder halt irgendwie mal drauf hoffen, dass es halt irgendwie mal günstiger wird oder so, aber im Endeffekt ist es das dann halt auch. Aber da findet man dann schon auch ab und zu mal was. Also zumindest habe ich das aber auch. Aber tatsächlich ist es auch so bei mir jetzt, um nochmal den Sprung zurückzuwagen in die Zeit, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, also bei mir ging so dieser Niedergang der Videotheken, den habe ich quasi gar nicht mehr mitbekommen so richtig, weil ich zu dem Zeitpunkt schon abgesprungen war. Da gab es dann halt so die Bei mir ging dann so die Partyphase los und die Studentenphase. Das war dann auch eine Phase, wo man viel weggegangen ist, viel Musik, viele Konzerte, viel in Clubs unterwegs war, viel auf Partys war und dann irgendwie quasi so dieser Videoabend ist so ein bisschen ausgestorben, auch wenn es teilweise noch dieselben Leute waren. Aber das ist dann halt so ein bisschen untergegangen, es ist ein bisschen rarer geworden und ja, und dann irgendwann so, als das Studium losging, dann ging auch bei mir die Arbeit los. Also ich habe halt parallel gearbeitet schon so ein bisschen zum Studium und dann hatte man halt immer hier und da mal ein bisschen Geld und das war halt auch mal ganz schön, weil dann ging bei mir nämlich lustigerweise was komplett anderes los, nämlich tatsächlich das DVD kaufen. Weil ich in einer Stadt gearbeitet habe, wo es eine Müller-Drogerie gab und die hatten dann immer Ach tatsächlich ja. irgendwie so hier drei DVDs zum Preis von einem und das hatte dann auch wieder so diesen Videothekencharakter, eher so ein bisschen, man ist halt da durchgegangen, hat so ein bisschen sich die ganzen DVDs durchgestöbert, also es waren so ein bisschen so, naja, so ein bisschen besserer Krabbeltisch und dann halt auch immer die Top 10 irgendwie Charts hatten sie immer nochmal separat aufgebaut, wobei die waren halt nie im Angebot, aber dann man hatte halt dann doch immer, konnte quasi mehr oder minder frei sich drei Filme kaufen oder nee, vier zum Preis von dreien oder drei Ja, zum Preis von zwei, irgendwie vier zum so. Preis von dreien. Und so kam man dann halt Zwei zum irgendwie. Preis von vieren. Genau. Und so kam man aber dann halt letzten Endes irgendwie auf 6 € oder sowas pro DVD. Und das war dann zu dem Zeitpunkt auch schon dann für mich so okay, ja, bezahlbar. Und dass man halt wirklich dann in guter Regelmäßigkeit da vorbeigegangen ist und hat die dann halt, hat dann sich halt immer mal drei oder vier DVDs einfach gekauft. Wieder so im selben Charme wie
die damals in der Videothek, man wusste nicht so hundertprozentig, und ich habe dann auch wirklich so ein paar Filme gekauft, die halt einfach Grütze waren. Aber die, ja, hat sie halt, aber da ging es aber auch schon weitestgehend so los, dass man dann auch parallel sich schon so ein bisschen, man hatte schon so einen gewissen Geschmack, man wusste auch schon so ein bisschen was, also ich meine, man muss halt bei uns dazu sagen, wir sind ja schon auch, ich sag mal, wir sind ja jetzt nicht der Otto-Normal-Konsument, muss man ja dazu sagen, sondern ich glaube, wir alle hören oder sind ja schon bisschen tiefer in der Materie drin, auch so. Wir wissen relativ gut, was wir mögen. Wir können mit ein paar Regisseuren was anfangen, wir können mit ein paar grundsätzlichen Stilen was anfangen, und man hat natürlich dann auch Möglichkeiten, sich zu informieren. Also ich meine, gerade diese Sache mit der IMDb und so weiter, Score und was weiß ich was, das machen wir, das macht ja aber kein, in Anführungszeichen, normaler Mensch. Ja. Im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, dass so der Otto-Normal-Konsument ja tatsächlich auch momentan noch, also ich bin halt mal gespannt, wie das so auch jetzt gerade, ich meine, klar, wir haben da Generationen, die da anders konsumieren, also jetzt sagen wir mal unsere Elterngeneration, denen fällt es unheimlich schwer, mit Netflix umzugehen. Also ich merke das immer mit meiner Mutter oder auch meinen Schwiegereltern, die finden das Prinzip geil. Also die sagen halt, die motzen immer, ach, immer diese Werbung im Fernsehen und keine Ahnung was. Und aber Netflix zu gucken, einfach dieses Gefühl, Video on Demand, also einfach etwas zu gucken, was, also jetzt einfach mal so drauf los, ne? So jetzt habe ich gerade Zeit. Das ist dann schon wieder, eine Abkehr vom Gewohnten, und von daher irgendwie hat man da eine gewisse Distanz zu, ja, zumal es auch voraussetzt, dass man vielleicht auch ein gewisses Grundwissen hat, was man vielleicht heutzutage der Jugend eher zusprechen würde oder den jüngeren Generationen eher zusprechen würde, als jetzt noch den älteren halt, ja. Aber das ist ein total interessanter Punkt. Das fällt mir jetzt so auf, wo du das gerade so erzählst. Unsere Eltern waren aber auch eine andere Generation, wie die von der Lebensplanung her oder von der Alltagsplanung. Da gab es feste Zeiten, feste Routinen, und wir oder die Jugend, die lebt ja heute ganz anders. Heute ist ja, ich muss alles jederzeit machen können. So, ich bin jetzt in der Bahn, jetzt will ich Musik hören. Oh, jetzt will ich einen Film gucken. Jetzt will ich das machen. Jetzt will ich einen Artikel lesen. Und jetzt gehe ich shoppen nachts um 12 oder so. Und bei unseren Eltern war das halt noch eine ganz andere Taktung. So um 7:45 kommen die Spielfilme, davor guckt man Tagesschau. Morgens um 6 Uhr steht jeder auf. Es gibt Frühstück um so viel Uhr gibt es Abendessen. Ich vermute, weil das von uns vielleicht keiner zu regelmäßigen Zeitabend ist, sondern gerade wie man so Zeit hat. Auch heute habe ich ein bisschen länger gearbeitet, heute gehe ich ein bisschen früher heim, heute mache ich noch das, heute mache ich noch das, oder auch heute habe ich gar keine Lust, irgendwas zu essen, weil ich heute Mittag schon gegessen habe. Und bei unseren Eltern war das wirklich so die Routine halt, die Taktung. Um Punkt 6 Uhr steht das Abendessen auf dem Tisch und so. Und deshalb ist auch das Guckverhalten wahrscheinlich auch noch so getaktet. Du hast deine Fernsehzeitung und ich gucke heute Abend, was kommt. Das war bei uns immer die Frage, was gucken wir heute Abend? Dann kommt die Fernsehzeitung, die 7:45 Spalte wird durchgegangen und dann suchen wir uns einen Film von denen aus, die gerade laufen. Aber du hast noch was, damit nämlich noch einen zweiten Punkt erwähnt, und der macht so diesen Kreis, den ich begonnen habe, wieder komplett, nämlich wir. Und das ist nämlich genau das Thema. Wir gucken nämlich dann und dann, weil man hatte sich quasi geeinigt auf eine Uhrzeit und dann wurde sich geeinigt auf etwas, was man gucken wollte. Und das waren, also gut, bei mir waren das jetzt zum Beispiel dann diese Videoabende oder sowas. Also ich meine, mit der Familie hat man dann nicht zu viel Fernsehen geguckt, weil wie auch relativ schnell hatte ich, glaube ich, auch einen eigenen Fernseher und so. Und es war so ein bisschen so, die Geschmäcker gingen relativ schnell auseinander, sodass dann die Eltern Krimi geguckt hat und man selber hat halt irgendwie noch Akt X geguckt oder irgendwie sowas. Und dann, aber dieses Wir, das ist halt ein zentraler Punkt. Und das ist jetzt auch so das, wo ich jetzt sagen muss, also dieses Aussterben der Videotheken berührt mich tatsächlich fast gar nicht, weil, wie gesagt, meine, ich hatte mich eher von der Videothek abgewandt, als dass die Videothek sich von mir abwenden konnte, ja, das heißt, also ich war eher weg, als dass die Videothek umgekehrt mir irgendwie genommen werden konnte, und insofern habe ich da jetzt nicht viel vermisst, aber was man vermisst, ist halt dieses soziale Konstrukt, dass man einfach zusammen etwas gemacht hat, weil dieses On-Demand
hat dafür gesorgt, dass man halt selber einfach dann konsumiert, wann man selber Zeit hat, auf das, was man Lust hat. Und das sorgt aber auch wiederum dafür, dass das jeder macht und dass dann wiederum es quasi diese gemeinsame Konsens und dieses Zusammensein halt ausfällt. Und das ist halt das, was ein bisschen schade ist, so was mich tatsächlich ein bisschen traurig stimmt an dieser ganzen Situation ist, dass das Gemeinsame wegfällt und jeder halt quasi das guckt und ja, wenn dir das halt nicht passt, was ich gerade gucke, dann geh doch ins Schlafzimmer und guck auf dem Tablet oder guck auf dem Handy oder gut, ich meine, jeder hat auch mittlerweile zwei Fernseher, also der autonomal was? Bürger, ja, wir ja. haben gar keinen, also aber im Endeffekt ist es doch tatsächlich so, dass irgendwie da aber auch mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, denn recht. Das Konsumverhalten hat sich in der Richtung gewandelt. Also es ist halt viel mehr individueller geworden, das Angebot ist individueller geworden. Diese Algorithmen, ne, die sollen ja quasi dich wiedergeben und nicht deine Familie, oder die geben dir nichts vor und sagen, hey, das ist cool, sondern die sagen halt, das könnte dir gefallen, dir, du einzelner Person, weil du kannst es ja nur auf eine Person halt quasi richtig zuschnitzen. Und das ist halt quasi so ein bisschen das Traurige an der ganzen Geschichte, dass es halt immer individueller wird, sodass die Leute quasi nichts mehr zusammen konsumieren und halt vielleicht auch dort gemeinsam die Emotionen bei einer, ne, es ist ja immer dieses klassische Phänomen, im Kino lacht man viel mehr bei Comedies als zu Hause vom Fernseher. Und sowas, solche Nebeneffekte, solche schönen Nebeneffekte fallen halt einfach weg. Wobei ich absolut, ich habe an den Punkt überhaupt nicht gedacht, sehe ich auch wirklich ein, beziehungsweise kann ich absolut nachvollziehen. Das sind tiefgründige Analysen, wie hier gerade aufhören. Ja, also bin ich gerade. Nur ich möchte es trotzdem noch um den. Entschuldigung, ich sitze hier mit einem Glas Wein und jetzt bin ich gerade so ein bisschen. Ich bin besoffen und laber euch viel zu. Aber ich möchte es gerne noch. Stieb, Alter. Ich möchte es gerne noch um den Aspekt ergänzt wissen, dass bei mir auch, wie gesagt, das hatte ich versucht in meiner ersten Aussage, beziehungsweise in meinem ersten Argument darzulegen, dass. Einerseits natürlich, dass man einen individuelleren Konsum hat, und trotzdem finde ich, ist das für mich so ein bisschen das Entdecken, dass der Umgang mit Film hat sich so ein bisschen zum schnelleren, zum nicht so genauen Konsum hingewandelt. Also man hat sich ja wirklich beschäftigt in einer Videothek und ist ja dadurch Reihen gegangen, selbst als lebende Person, und hat sich damit beschäftigt. Und das hat sich ja auch nochmal zusätzlich, also noch dazu gewandelt. Wobei ich jetzt auch persönlich jetzt auch nicht wie der letzte Kulturpessimist klingen würde, weil, ja, Jascha, du hast gerade unsere Elterngeneration angesprochen, aber ich kann ja nur an mich jetzt denken, und ich bin ja jetzt quasi eure Generation oder eine Generation ja vor uns, nach unseren Eltern jetzt. Und ich merke ja, wie sich auch, obwohl ich ein großer Verfechter der Videotheken war, habe ich ja auch gemerkt, wie schnell sich, als ich Netflix und Co. entdeckt habe, wie schnell sich bei mir da mein Konsum gewandelt hatte. Ich habe die Videotheken nämlich irgendwann nur noch als reine Verkaufsstellen wahrgenommen. Nämlich, dass ich hingegangen bin, wie ich anfangs im Podcast erwähnt habe, und eben Filme gekauft habe. Und eben billiger als im Geschäft, obwohl sie vielleicht meinetwegen von zwei, drei Leuten vorher ausgeliehen wurden. Und mittlerweile, oder dann habe ich halt Netflix entdeckt und habe natürlich aber auch festgestellt, wie das Streaming-Angebot natürlich auch eine omnipräsente Verfügbarkeit eben herstellt. Und das ist natürlich nicht nur schlecht, ja. Also was war das früher immer in Akt, wenn man wusste, man hat mal eine lange Zugfahrt und will mal einen Film gucken oder so. Ja, dann hat man den schweren Laptop mit Laufwerk mitgeschleppt und hat den dann irgendwie auf seinem Schoß angemacht und dann mit leicht ratterndem Laufwerk und irgendwann heißen Oberschenkeln wegen dem Laptop die Filme da angeguckt. Ja, und jetzt hast du halt ein Tablet, machst dir vor einer Zug oder lädst dir vor einer Zug oder vom Flug zwei, drei Filme oder ein paar Serienfolgen runter und hast da ganz simpel omnipräsenten Zugriff. Und da muss ich auch zugeben, da hat bei mir auch die Faulheit gesiegt, beziehungsweise auch der Wunsch, schneller zu meinem filmischen Schuss zu kommen, ja, um das zu befriedigen. Und
wenn ich was Positives mitgekriegt habe, ihr habt jetzt zwar gesagt, das Gemeinschaftserlebnis leidet vielleicht darunter, weil man vielleicht mehr, noch mehr alleine konsumiert und nicht mehr sagt, komm, für 4, 5 Euro leihen wir jetzt den Film aus und legen alle zusammen. Muss ich sagen, ich merke aber in meinem Freundeskreis, in dem vielleicht nicht unbedingt jeder ein absoluter Filmnerd ist, haben die Leute angefangen, sich mehr mit Filmen zu beschäftigen, weil Filme nicht mehr das kann man schlecht finden, aber Filme sind nicht mehr das krasseste Kulturgut, ja. Du brauchst nicht den Kumpel, in dem Fall ich, der irgendwie sich alle DVDs für 20 Euro gekauft hat, sondern jetzt kannst du auch zu Leuten hingehen und du weißt, ah, ich kann mit denen auch mal über den Film oder die Serie quatschen, weil die haben die auch auf Netflix, Amazon oder sonst wo auch schon sehen können, weil das Hindernis nicht mehr so groß ist, sich eben diesem Kulturgut da zuzuwenden und das dann auch zu nutzen. Also dahingehend hat das natürlich auch seine Vorteile, dass das jetzt alles schneller verfügbar ist und auch überall verfügbar ist. Es ist ein interessanter Punkt, weil wenn du sagst wirklich heute guckt man ja viel, viel, viel mehr Serien und nicht mehr so diesen einen Film, den man zusammen guckt. Und heute die Interaktion ist eher, dass die ganze Gesellschaft guckt eine Serie, die gerade sehr in ist, und dann redet man mit allen darüber. Das ist so die heutige Interaktion vielleicht. Und wie gesagt, wir machen ja auch noch ab und zu Filmeabende, also das ist ja auch nicht weg. Aber ja, was mich da halt oft stört, ist wirklich, ist gar keine Überraschung mehr, wenn du einen Film guckst. So gut wie gar nicht. Also du weißt immer, was dich erwartet. Du guckst dir die Wertungen an, guckst an, wer spielt da mit, wer ist der Regisseur, und es fällt mir immer schwerer halt auch mal, ich sag mal, so eine Perle zu finden. Früher in der Videothek hast du halt auch mal eine Perle Ja, das gefunden. stimmt. Ja. Und das war dann so geil, ey, ich habe diesen Film entdeckt. Das war so Gold. Gräberstimmung oder so, und dann hast du es deinen Kumpels erzählt, und da war noch viel so Mundpropaganda, so, ey, der Film ist geil, den müsst ihr mal gucken. Das war zum Beispiel, ach, den habe ich auch in der Videothek ausgeliehen, Cube, den Ja. ersten Cube. Ich konnte mich gar nicht, lief der überhaupt im Kino? Der erste glaube ich schon noch, ja. Weil ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass der im Kino lief, und damals beim Zivildienst. Wie gesagt, ich habe viele Filme geguckt und hat mal halt auch mal miteinander geredet. Hat er gemeint, ach hier, kennst du Cube? Ich so, nee, was ist das denn? Ach, leih dir den aus, der ist total geil. Und mehr muss ich nicht wissen. Und da habe ich den geguckt und war hellauf begeistert. Ja. Das gebe ich dir. Wie gesagt, ich sehe es, wahrscheinlich kommt das auch gerade für euch oder für den Zuhörer. Ich sehe das halt sehr zwiegespalten oder sehr breit gefächert. Natürlich sehe ich die Vorteile am Streaming, dass Leute sich jetzt mehr oder öfter mit dem Medium oder mit dem Kulturgut Film beschäftigen können. Und trotzdem sehe ich natürlich auch, die schnelle Verfügbarkeit lässt natürlich dann Filme auch manchmal zu so einem, ja, zu so einem Fastfood manchmal verkommen. Ja, da ist halt der neue Netflix-Film, ja, komm, geguckt, ah, weiter geht's, was gibt's morgen für eine Serie, ja. Und man fängt dann natürlich auch an, sich weniger vielleicht mal durch die Verästelungen, die die Filmszene ja durchaus immer noch bietet. Du hast es ja eben angesprochen, Hurli, mit den Filmen, die du ja auch im Online-Portalen findest, dass man diese Filme dann trotzdem, also dass man sich da vielleicht nicht mehr so mit beschäftigt und diese Filme dann vielleicht nicht mehr so findet, ja, in diesen ganzen Verästelungen, obwohl es diese Filme ja immer noch gibt. Das ist halt alles, sage ich mal, so eine zwiegespaltene oder diffuse Sache. Es ist schon ein bisschen traurig, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch, als die Zeit unterging, auch nicht mehr oft in der Videothek. Aber es ist halt nicht nur die Videothek an sich, sondern das ganze Konstrukt und alles, was man damit halt verbunden hat. Und das ist halt heute nicht mehr nachstellbar, dieses Gefühl, würde ich mal sagen. Das war was Einzigartiges zu der Zeit, dass nur mit dem Wissen und der Hardware und dem, was man halt damals zur Verfügung hatte, nachvollziehen kann. Und das geht heute halt nicht mehr.
So wie es keine Game-Shows mit Telefonen mehr heute möglich sind. Und man muss ja auch ganz unromantisch sagen, es ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich verstehe auch, wenn heute ein 16-, 17-Jähriger nicht sagt, Mama, fahr mich zur Videothek, wenn er parallel bei einem Streaming-Service hunderte bis tausende von Filmen hat und das für einen Abo-Preis von einem Bruchteil von dem, was man bezahlen würde, wenn man 5, 6 Filme in der Videothek ausleihen würde im Monat. Vielleicht kommt ja nochmal das Gesellschaftliche, wenn wir alle VR-Brillen haben und dann ins virtuelle Wohnzimmer gehen und da VHS-Kassetten ausleihen. Aber was ich noch gerne ausführen möchte, was mich virtuelle, eine VR-Videothek. Ha. Ja, viel Spaß beim Programmieren. Ja, sehr gut. vielleicht kannst du dann aber auch das, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, dann digital umsetzen, weil was ich dann natürlich an dem Niedergang der Videotheken so betrauere, ist einfach, es ist natürlich gerade für unsere Generation, ich sage jetzt mal 28 bis 45, 50, ist es natürlich auch einfach, da ist jetzt ein Stück Jugend, Kindheit, junges Erwachsenensein ist jetzt einfach beerdigt worden damit, ganz hart gesagt. Klar, hat nicht jeden so betroffen. Wir sind natürlich jetzt auch relativ Film interessiert und auch Game interessiert. Aber diese Zeit, in der man eben mit dem damaligen Stand der Technik eben da sich eben dieses Kulturgut Film zu Gemüte geführt hat, das macht man halt nicht mehr so. Und das ist natürlich etwas, das wird auch nicht mehr wiederkommen. Und das ist natürlich etwas, was das natürlich dann so traurig gestaltet. Um den Podcast jetzt ganz zum Ende hin nochmal richtig deprimierend zu machen. Es wird schon leiser und ja. Vielleicht heulen wir alle, aber gut. Ist ja nicht alles schlecht heute, ne? Also, dass du jetzt zum Beispiel nicht mehr in die Ab-18-Abteilung gehen musst, um ein Porno zu gucken, das ist ja auch schön. Das stimmt, dann muss man sich diesen Walk of Shame zurück in die Videothek nicht mehr geben und sagen, der ist für meinen Opa gewesen. No, mein Opa wollte. Schneeflitschen, die 7 geilen Zwerge. Der König der Bösen. Ja. Ja. Nee, gut. Ja, schade, aber so ist es. Das ist, glaube ich, das Fazit von unserem Podcast heute. Damit würde ich auch sagen, beschließen wir langsam dieses Thema. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht ihr natürlich auf Daniels Evo2K YouTube-Channel. Dort hat Daniel für uns eine ganze Playlist angelegt. Dort könnt ihr dann unsere ganzen Podcasts und auch den aktuellen hier hören. Und natürlich findet ihr unsere weiteren Folgen auch auf press-play-podcast.de. Das ist quasi so ein bisschen unsere Unterwebsite. Da könnt ihr nicht nur streamen, sondern das Ganze dann auch als MP3 downloaden und frei von irgendwelchen mobilen Daten oder da, wo ihr mal keinen Empfang habt, das dann auch so hören. Und ja, ansonsten besucht natürlich auch Daniels YouTube-Channel Evo2K. Dort beschäftigt er sich immer wieder mit Wrestling und vielen anderen Games und weiteren Sachen, die ihn so interessieren. Lasst ihm Comments da, lasst ihm Likes da und lasst natürlich auch uns ein paar Comments da unter unserem Podcast. Was denkt ihr so zum Thema Videotheken? Wart ihr echte Videothekenkinder so wie wir? Habt ihr das gar nicht mehr so mitgekriegt? Und was denkt ihr über das heutige Streaming-Verhalten? Besser, schlechter oder könnte da noch ein bisschen was besser werden bezüglich zum Beispiel Arthouse-Filme? Was meint ihr dazu? Mich würde das oder uns würde das sehr interessieren. Deswegen schreibt uns da in die Comments. Und ansonsten, ja, befinden wir uns jetzt schon am Ende des Jahres. Das heißt, der Jahresrückblick-Podcast, wo wir das Filmjahr 2019 Revue passieren lassen, steht bald vor der Tür. Vielleicht schaffen wir es davor noch, eine kleine andere Themenfolge unterzubringen, dann auch vielleicht wieder mit Daniel und Markus. Mal gucken, ob die beim neuen Thema dabei sind. Und ansonsten würde ich sagen, sagen wir jetzt an der Stelle tschüss, macht's gut und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.